Nürtingen-Neckarhausen im Raum Stuttgart. Hier leben Flüchtlinge in einem Wohnheim. Einer von ihnen ist Firas aus Syrien. Er lebt hier seit 6 Monaten. I live here with my friends like family. Eat together, sit together and study together. We are not friends, we are brothers here. Der Deutschunterricht ist hier für alle Flüchtlinge verpflichtend. Der Schlüssel hängt zwischen den Bildern. The language, German language, is very difficult for me. It has a lot of problems like articles and the good speak like Deutschmann, nicht like Azul. And the long word, but I am sure I will speak Deutsch very well in the future. Das Einkaufen in einem fremden Land fiel ihm am Anfang noch schwer. The Lebanese market has a lot of things from Syria. The first time was a little difficult, but now I can go alone to buy what I need, to cook, to eat, to drink. Mit dem wenigen Geld, das er bekommt, muss er also gut haushalten. Aber es gibt auch Dinge, bei denen die Flüchtlinge Unterstützung brauchen. Manfred Fleck hilft bei komplizierten Anträgen und Behördengängen. Er weiß, was die erste Zeit im Wohnheim kennzeichnet. Ja, die erste Zeit hier im Gemeinschaftswohnheim ist das Warten. Das Warten auf den Brief von Karlsruhe und von Berlin vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Im schlimmsten Fall steht darin, dass sie in das Land abgeschoben werden, in dem sie Europa zum ersten Mal betreten haben. Dagegen kämpft Firas nun, denn seine Flucht aus Syrien über die Türkei und Italien war hart. 20 Tage war er unterwegs, im Bus, auf See und mit dem Zug. Außer seinem Stammbaum und seiner Geburtsurkunde konnte er nichts aus seiner Heimat mitnehmen. Die Gründe für seine Flucht, die kennt jeder, sagt er. I left Syria because the government of Syria told to me you must go to army. If I went to army, so I must to kill or died. Okay, so I don't like, I don't love kill and died or war. So I take a disc. I want to leave Syria to come to Deutschland. And here I can find my future, because in Syria, if I stayed in Syria, my future is lost. So I come to here because I love Germany. I was very happy in my home, but now it is destroyed. So I just my photo of my home just here, because no home now. Früher in Syrien hat Firas in einer Bank gearbeitet. In seiner Freizeit hört er gerne arabische Musik mit Freunden und raucht Shisha. When I smoke Shisha here, I remember my friends and my sits with my family and my home, my room, a lot of things. I prefer listen Arabic music because I remember my family, my home, my friends, all things in Syria. Beim gemeinsamen Spieleabend im Wohnheim ist Firas schon heute ein Gewinner. Für die Zukunft wünscht er sich, in Deutschland Ökonomie zu studieren und hier zu arbeiten. I dream for the future get to learn in Deutsch economy and to get a good job and married and have a good life with good friends and my family come to here and stay to here because Germany is very beautiful and
good for a good life.